glaube, dass das teilweise stimmt, dass in Deutschland diese Vollkasko-Lebensversicherungsmentalität vorhält, dass es eben nicht gefördert und gefordert wird, auch einmal ein Risiko einzugehen. Das behindert uns leider immer wieder auch, wenn es um die Unternehmerkultur, Gründerkultur geht, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen. Da müssen wir was dran ändern. Das kann aber Politik nur im Teil leisten, da ist eine Gesellschaft als Ganzes gefragt. Da müssen wir ganz, ganz klar darauf aufpassen, dass wir diese Menschen nicht abhalten. Natürlich ist diese digitale Revolution, macht auch vielen Menschen Angst. Manche wollen gar nicht daran teilhaben, andere können es nicht. Und andere wiederum sagen, das ist nichts für mich, weil sie vielleicht zu alt sind oder keine Fähigkeiten in diesem Bereich entwickelt haben. Diese Menschen dürfen wir gerade bei der politischen Partizipation auf gar keinen Fall hinten runterfallen lassen. Deswegen müssen wir es zum Grundsatz machen, dass bei all der Digitalisierung wir auch gleichzeitig den Menschen die Möglichkeiten geben und bieten, die sie bisher auch hatten. Das ist unheimlich wichtig, dass wir möglichst vielen Menschen diese Kompetenz vermitteln, auch an der digitalen Gesellschaft, an dieser Revolution teilzuhaben. Das erreichen wir aber eben nicht mit einem klassischen Informatikunterricht, sondern das geht viel tiefer. Wir haben in der Gesellschaft viele Kulturfertigkeiten entwickelt. Wie lese ich eine Zeitung? Wie beurteile ich ein Medium? Diese Kulturfertigkeiten in der digitalen Welt fehlen aber komplett. Die müssen wir neu heranbilden. Das muss auch in den Schulen geschehen. Wie zum Beispiel beurteile ich einen Wikipedia-Artikel? Wie kann ich denn überprüfen, was da drin steht? Wie überprüfe ich die Quellen? Das sind Kulturfertigkeiten, die wir dringend brauchen in der Gesellschaft.